Hallo zusammen, weiter geht's mit Lara Croft. Okay, Deutscher kann man es jetzt auch nicht sagen. Mit Lara Croft natürlich in unserem Wrecked Ship. Wir stehen jetzt direkt vor einem Schlüssel. Einem 2D-Schlüssel, der sich dreht, der mit Lara Ballett tanzt. Und steht sogar Lara auf dem Schlüssel drauf. Ja, genau, in dem einen Level stand der Gegner auf Flugzeuge, Lara steht halt auf Schlüssel, ne? Und genau, der ist irgendwie auch ein bisschen verpixelt. Wir nehmen den jetzt mal mit, bevor ich den weiter runter mache und dieser Schlüssel emotional sich gekränkt fühlt. Obwohl, wir schauen jetzt mal den im Inventar an, weil da ist der Schlüssel gleich viel schöner. Der Rusty Key. Der sucht doch, okay. Dieser Safti Key, wollte ich jetzt echt Safti Key sagen? Nein, dieser Rusty Key sucht bestimmt sein rostiges Schlüsselloch, damit die zwei wieder glücklich miteinander vereint sind. Weil die beiden bestimmt schon so lang voneinander getrennt sind. Und jetzt kommen endlich wir mit unserer Lara und bringen die beiden wieder zusammen, damit sie wieder eins werden und sich wieder haben. Ist das nicht romantisch? Da geht mir ja richtig das Herz auf. Oh Mann. Ich glaube, man merkt, dass ich gerade von einer Hochzeit komme. Und zwar habe ich Spalier gestanden und habe deswegen noch ganz romantische Gedanken. Nicht, dass ihr jetzt auf die Idee kommt, dass ich wegen Lara auf romantische Gedanken komme. Nicht, dass jetzt hier solche Mythen entstehen. So ist es dann tatsächlich nicht. Ich habe Lara zwar lieb, komme auch mal eine Stunde, zwei mit ihr klar, aber dann brauche ich auch erstmal wieder Abstand. Also. Mit Lara, das ist alles nicht so leicht, ne? Das wisst ihr ja auch. Aber Lara, wir verstehen uns schon, gell? Aber wir gehen dann auch wieder unsere Wege. Weil sonst werde ich nicht glücklich mit dir. So, den blockieren wir jetzt ein letztes Mal. Und ich glaube, dann verlassen wir auch diese Stelle hier endlich, weil wir jetzt die vierte Tür besuchen werden, beziehungsweise durchschreiten werden. Genau, und bin da mal gespannt, ob wir schon so langsam Richtung An Deck kommen, weil das ist in diesem Level auch mit inbegriffen. Aber jetzt führen wir erstmal den Schlüssel mit dem Schlüsselloch zusammen. Der große Moment ist da, sie sind wieder vereint und glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Ich meine, das Schiff ist ja schon untergegangen, was soll da noch passieren? Ein Medipack brauchen wir auf jeden Fall. Ja, genau. Das sieht nicht nett aus. Das sieht alles gar nicht nett aus. Ich glaube, das sollten wir mal zwischenspeichern. Okay, das hat nicht geklappt. Aber Lara flimmert sehr schön und das Blut einfach, wie das spritzt und hängen bleibt. Hier kann man sich mal richtig schön dieses Blut anschauen. Und die Fackel sah auch lustig aus. Okay, das war nicht der richtige Weg. Das war auch nicht der richtige Weg. Und ich höre schon wieder Gegner. Das gibt's doch nicht. Hier ist alles voll. Jetzt wollte ich eine Rückwärtsrolle darüber machen. Geht auch nicht so gut. Ich habe eine Idee. Auch die Idee war nix. Ich habe aber noch eine Idee. Auch das. Wow! Heidewitzka, steht der hier in der Ecke in den Stacheln und schießt auf uns. Hat der mich gerade erschreckt, ey. Aber da kann Lara sich leider nicht dran festhängen. Ja gut, der Typ feiert sich natürlich jetzt gerade. Wie macht man das denn jetzt am dümmsten? Ich habe gerade noch keine Idee, wie wir das machen sollen. Ah, toll. Oder kann man die irgendwie. Ich fand das gar nicht schlecht, was wir vorhin gemacht haben. Und zwar der Gedanke, die Kugeln auszulösen, aber dann gleich hier in die Ecke. So. Geht doch. Da ist nichts drin. Da hätte ja noch ein Geheimnis drin sein können oder so. Und jetzt schießen wir erstmal den Kerl ab, weil ich keinen Bock habe, dass er mich die ganze Zeit anschießt. Gespeichert haben wir das gerade? Ich weiß es nicht mehr.
finde das auch so fies, dass die einfach in den Spießen immer rumlaufen können und gar nichts passiert. Und wir einfach immer gleich sterben. Das ist so unfair. Es geht echt gar nicht. Aber ich glaube, es war wirklich gedacht. Oh, gedacht, dass Lara an den Spießen stirbt, genau. Gut. Den hätten wir jetzt nochmal erledigt. Jetzt ist alles fair. Jetzt ist er zweimal gestorben. Jetzt finde ich das okay, dass er durch Spieße. Hey! Okay, alle guten Dinge sind drei. Nochmal auf den Typ. Ach, der ist ja schon tot. Habe ich das jetzt gespeichert? Mann, ich kriege das echt nie mit, wenn ich speichere. Und irgendwie ist die Stelle hier gerade ein bisschen verbuggt, weil Lara einfach immer runterfällt. Ich glaube, dass hier echt, das liegt an den Fässern. Ich glaube, dass es wirklich so gedacht war, dass man hier an die Leiter springt, um nicht von den Fässern erwischt zu werden. Aber wir haben es auf eine andere Art und Weise auch geschafft. Ist ja nichts richtig und nichts falsch. Also man macht es so, wie man es macht. Wie man es am besten kann. Und so hat es halt bei uns geklappt. Gut, dann springen wir jetzt mal an diese andere Leiter hier. Ich hoffe, dass man davon hier gut drankommt. Könnte gehen. Aber ich glaube, das wird jetzt eher schwierig werden. Das wird definitiv schwierig. Ich wüsste nicht, wie wir das jetzt hier überleben sollen. Genau, weil nämlich das passiert. Aber ich glaube, dass man tatsächlich gut an diese Leiter dran kann, wenn man ein bisschen vernünftig springt. Ja. Und dann gehen wir mal nach ganz rechts. Oder ist da oben noch was? Ich kann mal ziemlich weit hochklettern. Aber da ist nichts mehr. Das heißt, wir gehen jetzt hier rüber. In der Position hangelt sich Lara auch schneller, als wenn sie klettert. So, und jetzt müssen wir halt ein bisschen durch die Scherben gehen. Ganz vorsichtig. Und natürlich dabei noch die Schrotmunition einsacken, die der Typ hinterlassen hat. Sehr bedacht macht das Lara auf jeden Fall. Ach, die ist hier oben, die Schrotmunition. Müssen wir gerade nochmal zurück. Gut, dass sie hier liegt und nicht unten in den Spießen. Mhm. Weil da wüsste ich nämlich jetzt nicht, wie ich da am besten hinkommen sollte. Wir linsen da jetzt nochmal rein. Aber da ist nichts. Immer noch kein Secret. Was ist denn hier los? Dann gehen wir mal hier hoch. Kein Gegner, das ist gut. Aber das soll nichts heißen, weil da kommt bestimmt trotzdem gleich einer um die Ecke. Das heißt, wir bewaffnen uns lieber schon mal vorsorglich. Ja! Alles andere hätte mich auch wirklich gewundert. Und ich will jetzt mal die Uzzis finden. Wir haben so viel schöne Munition. Was war denn das jetzt eigentlich für ein Geräusch? Wo kam das her? War das von hier? Oh. Ja, hier waren wir doch schon. Solange das nur Schläger sind, nein. Da ist noch so ein 2. Na toll. Wir haben ja gar kein Leben mehr übrig. Haben wir nicht erst ein Medipack genommen? Ich fasse es nicht. Aber jetzt erst nochmal der hier, so. Der hatte Uzi-Magazine. In der Hoffnung nochmal, dass wir die Uzi bald finden. Wo war denn dieses Geräusch? War das hier vorne? Ach, da kommt man jetzt nicht mehr zurück, verstehe. Okay. Okay, okay. Soll mir recht sein. Da will ich auch gar nicht mehr hin, da waren mir viel zu viele Spieße. Das war mir viel zu spießig, so. Speichern wir erstmal. Obwohl, wir nehmen erstmal Medipack. Wir haben ja jetzt schon 3. Speichern. Und jetzt können wir das hier machen. Immer erstmal auf die Ballermänner. Da war doch noch einer. Ich weiß, dass du da bist. Erst auf die Ballermänner, Lara. Gut.
So, wer hat jetzt was für mich? Der hat ein Medipack. Sah das so aus? Wieso habe ich da jetzt ein Medipack gesehen? Oder habe ich das mit dem Fuß von Lara verwechselt? Oh mein Gott. Ich war echt der Meinung, dass der Medipack hatte so ein kleines. Naja, komisch. Der hat zumindest Schrotmunition. Der ist halbwegs nett. Aha. Und der kaut hier oben. Was hat der Schönes? Gar nichts. Ja, das war ja sehr ertragreich hier. Ups. Und das ist doch die Stelle, wo wir schon mal waren, oder? Nee, das ist eine komplett neue Stelle. Hier waren wir noch nicht. Oh Gott, das wird alles größer hier. Jetzt verliert man wirklich den Überblick. Oder sind wir vorhin hier rumgetaucht? Ich weiß es nicht. Kann das alles nicht so auseinanderhalten hier. Das ist jetzt wahrscheinlich das Stockwerk drunter, wo wir mal lang getaucht sind. Oder drüber, wie auch immer. Ich bin der Meinung, da sind wir auf jeden Fall schon lang getaucht. Die Tür hier, geht die auf? Nein, natürlich nicht. Hm. Ach, ich sehe schon einen Schalter. Der könnte uns auf jeden Fall behilflich sein und weiterhelfen. Aber ich speichere vorher. Ich bin mir hier wirklich nicht mehr sicher. Vor allem, was die ganzen Gegner angeht. Wie schön, oder? Passt sogar voll von der Melodie irgendwie so in diese Level-Atmosphäre. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, aber irgendwie hat das was sehr Mystisches hier. Oh, wieso habe ich das jetzt weggeschmissen? Und mystisch war auch nicht das richtige Wort, fällt mir gerade auf. Aber irgendwie hat das hier einfach alles was. Das hat so einen Flair. Und Lara hat auch eine Flair, aber an der Hand, damit sie leuchten kann. Also das hier ist ja wirklich nur so ein Rundweg. Das ist alles schön, aber nicht sehr zielführend. Und mich wundert es, dass bei dieser großen Stelle hier tatsächlich nur ein einzelner Gegner rauskam. Das ist ja wirklich sehr ungewöhnlich. Ach, jetzt kommen wir vielleicht langsam Richtung an Deck, hä? Hier sind irgendwie komische, verbackte Texturen. So ein bisschen. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir so ein bisschen hier raus aus dem Schiff. Ich dachte jetzt, da oben drin ist vielleicht mal was, wenn man so ein bisschen geschickt springt, aber da ist auch nichts. Jetzt wird das Schiff ja alles größer. Hier sind doch bestimmt irgendwo auch wieder Typis. Das würde mich doch alles wundern, wenn es nicht so wäre. Aber ich scheine diesmal wirklich mit meiner Vermutung falsch zu liegen. Weil die sind wirklich keine Gegner. Ich mach jetzt nochmal eine Fackel an. Wie viele haben wir eigentlich noch? Gar keine. Ist das jetzt mein Ernst? Sind mir die Fackeln ausgegangen? Das ist so ein Blödsinn. Hoffentlich kommen jetzt nicht so dunkle Stellen. Wir sind viel zu verschwenderisch mit Fackeln umgegangen, weil normalerweise reichen die ja immer. Gerade bei Tomb Raider 4 hat man ja dann so tausende von Fackeln übrig und generell bei Tomb Raider eigentlich. Tomb Raider 2 ist die Fackel sparsamste Spiel, aber die reichen auch locker flockig. Aber in dem Level jetzt hier sind mir die Fackeln ausgegangen. Hoffentlich wird es nicht zu dunkel. Das wäre schlecht.
Ach, guck mal, da können wir schön hoch. Hier kommen wir jetzt, glaube ich, wirklich so ein bisschen an Deck. Okay. Ja. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder und gehen dann mal an Deck. Bis dann. Ciao.